Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal kein DIY-Projekt oder irgendwelche anderen Projekte, die mit Handwerken, Heimwerken zu tun haben, sondern heute gibt es mal Outtakes. Ungefähr 12 bis 13 Minuten, das sind so die letzten 2-3 Monate, die Fehler, die sich angesammelt haben. Und ich glaube, ihr seid bestimmt überrascht, weil ihr die ein oder andere Szene gar nicht kennt oder gar nicht erwartet hättet. Wenn doch, lasst einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und für alle diejenigen nochmal, das ist ein Outtake-Video. Ich zeige hier Fehler, die hinter der Kamera oder beziehungsweise vor der Kamera passieren, die ich in den normalen Videos eigentlich nicht reinschneide. Nochmal eine Frage an euch. Es gab nämlich 1-2 Kommentare auf Instagram, die haben sich das gewünscht, dass wir solche Fehler drinnen lassen in den Videos. Was sagst du dazu? Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, hau es in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Outtake-Video. Test. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Du bist mein. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. So, nun sind wir hier wieder angekommen. Nein, noch falsch. Was waren wir zwischenzeitlich? Können wir die nicht gleich noch über die gesamte Fensterfront anbringen? Bitte? Selbstverständlich. So. Ich dachte, du redest gleich. Komm mal weiter her. So. Nachdem wir dann, guck in die Kamera, du darfst mich nicht mal angucken. Entschuldigung, es ist so, ich finde es voll süß, ne? Aber so, wir machen ein Video und die Moderatorin guckt ganz den Moderator an. Machen die manchmal. Und gucken mal so, was das ist. Nein. Was ist das Rede? Berühren Sie mich nicht hier bei der Arbeit. Sag mal. Das muss der Meister sagen hier. Frauen, ne? Gibst du den kleinen Finger, wollen Sie gleich die ganze Hand? Ich will gar nichts. So. Können wir jetzt endlich loslegen? Wir können. Jetzt machst du mir den Arsch gerade gefasst. Ja, ich muss mich hier abstützen. Das, ich muss mich auch abstützen. Zum da kriegen sie es hin. Ach, scheiße. Du Nase. Warte mal. Du Nase. Bin ich falsch? Das ist so falsch. Ach, Scheiße. Ich schneide das raus. Ja. Hättest du ja auch gleich mal drauf kommen können, wegen den Schenkel hier unten, ne, Freundchen? Ja. Wieso ich? Ich bin Kameramann. Jetzt guck dich nicht an, dann mach mal hier. Fertig, bitte. So. Weißt du? Nein, das können wir. Oh, das bisschen, ne? Ein Tag Trocknungszeit sollte man ungefähr einplanen. Sind wir fertig? Ja, nun haben wir das gute Stück mit 2-3 Farbschichten ungefähr. Diese betont das Stück zu stark. Farbakzenten. So. Toll. So, jetzt haben wir das Ganze. Darf ich dir nicht angucken? Nee, guck mich nicht an, bitte. So, jetzt haben wir das Ganze mit 2-3 Farbschichten. Boah. Oh. Was denn? Schief. Nein. Doch. Komm, Acryl. Ist gut. Kannst du nicht mal Acryl nehmen? Warum nicht? Was gelb ist und man das sieht. Hä, das ist doch gerade. Nein, das ist nicht gerade. Das ist die Wand. Nee. Gibst du mir die Steckdose gleich wieder? Es ist schief. So, der Mister steht jetzt hier schon mit so einem Feinhaar-Wachspinsel. Jetzt haben wir das gute Möbelstück mit circa 2-3 Wachsschichten, Farbschichten. Hätte man doch drin lassen können. Lass dich doch nicht kaputt, hätte man drin lassen können. Ist doch voll authentisch. Ja, das Fenster hast du ergattert. Wo hast du denn das Ganze denn ergattert? Ja, das darf ich nicht sagen, aber... Nein, stimmt. Du hast irgendwie gesagt, ich darf nicht mehr glänzen. Ja, aber wir haben dann fragen, warum darfst du es nicht sagen? Du Nase. Ja, was soll ich denn sagen? Ja. Punkt. Nee, du sollst nicht sagen, wo hast du es ergattert. Ich will sagen, ich habe es ergattert. Erzähl. Ja, jetzt haben wir hier diskutiert. Sag, dieses Fenster habe ich ergattert, habe ich online ergattert? Ja, also dieses Fenster habe ich online ergattert. Jeder kann sich vielleicht denken, wo. Nee, das ist scheiße. Ich soll anfangen? Ja. Kann man nur so nervig sein, schlimmer wie so ein Kind. Jetzt hör auf! Ja. Und du machst immer gleich, ich muss wieder abdrehen, ich muss wieder neu drehen. Anstatt darauf einzugehen, du bist so gar nicht fähig.
flexibel zu agieren. Ja, musst du nur deine Pläne darunter lesen. Jungs, wenn die Kamera jetzt aus soll, ne? Krempelt man deine Arme hoch. Übrigens gibt es darüber auch 2 Videos, wie ihr Fenster und Türen einstellen könnt. Werden wir euch mal hier oben verlinken. Ich weiß. Hast du ja Lust? Ja, kriegen wir zusammen an? Klar habe ich Lust. Wow! Wie geil ist das denn? Das andere Mal war voll anstrengend. Gut, die Dauer zeigen. Ja, so heiß in dem Kleid. Ne? Jetzt, sag mal, war doof, ne? Oder sag mal. Pfeif mal. Ey, hör auf jetzt, mach das ordentlich. Nein! Ich find's geil. Nein, lass es! Nein! Lass das! Du kannst ja von beiden sagen, das sieht ja schon mal gut aus oder so. Wow, das sieht aber schon mal gut aus. Sachen bedienst? Boah, du schwitzt ja schon wieder, du kleines Schweinchen. Arbeiten Sie immer barfuß? Hier trinken. Möchtest du was haben? Ich stell's hier hin. Nein, das sehen würde als Überschrift und hinterher gucke ich mir das an und dann tapeziert man eine Wand. Und macht 2 Regale ran. Das ist kein Küchen-Makeover. Das ist ein Küchen-Makeover. Nein. Es ist eine Wandgestaltung. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, fertig diskutiert. Nee, doof, ne? Nochmal. Ich bin halt gar nicht drauf. Oh. Oh. Den hier. Okay, du musst mit. Den will ich aber nicht nehmen. Mhm. Genau. Was guckst du denn jetzt so doof? Ja, du musst es sagen. Wir haben die Anlegeböden reingebracht. Ach so. Und dann haben wir die Einlegeböden angebracht. Sie will nur die Brille fliegen. Wir können nicht weitermachen. Da fehlt die. Mit Tesafilm. So rotes Auge. Ja, okay. So eine halbschiefe Brille. Stütz auf. So eine halbschiefe Brille. Die Realität. In die Kamera gucken. Sind Sie scharf? Nee. Habe ich, ne? Wo ist meine Belohnung? Ich auch. Krieg ich einen Kaffee nachher? Kriegst du einen Kaffee? So ist Zusammenarbeit nun mal. Okay, die nachfolgende Sendung. Man sieht sich gar nicht. Siehst du, man zeigt immer nur, wenn ich dich schlage, aber. Du zeigst nie, dass du mich vorher richtig Aua gemacht hast. Nachher kann ich. Mir ist heiß. Ja, mach nur noch einen Knopf auf. Nee, wie sieht das denn aus? Das geht noch nicht mehr. Dieses Fenster haben wir uns online ergattert. Nein. Bei einer Auktion. 3, 2, 1, Mainz. Wir haben dafür 120 Euro gekauft. Wir haben es noch runtergehandelt bei der Abholung. Und dann haben wir es im Auto transportiert und nebenbei haben wir noch 2 Stühle ergattert. Die waren auf dem Sperrmüll. Das sagen wir doch auch. Die müssen wir heute auch noch fertig machen. Dieses Fenster für mich ein wahrer Schatz. Mann, no! Jetzt hör auf! Dieses Fenster! So, jetzt habe ich mal den Mister hier kurz abwürgen müssen. Dieses Fenster hier online. Habe ich online. Ich sehe irgendwie scheiße aus. Ich werde euch die unten richtig verlinken. Okay. Ich kill dich gleich. Tipp, nicht zu viel, weniger ist mehr. Ja, sonst quillt es nämlich hier vorne wieder raus, wie bei dem Mister hier. Ich erkläre dir das. Ja, einfach bohren, bis er drin ist, oder nicht? Sag mal. Wenn du jetzt nämlich überdrehst, dann ist er drin und Rigips kommt wieder raus, ist er Gips. Warte. Ah, scheiße. Was? Nix, mach auf. Oh Gott. Das sieht gut aus. Sieht gar nicht gut aus.
Sieht schrecklich. Warte, nehmen Sie einen Cutter. Ja. Ich hol dir eins. Ich habe doch. Natürlich, einen Cutter sind meine Nägel. Nachdem der Rahmen dann hängt, könnt ihr natürlich endlich die Einlegeböden anpassen und einpügeln. Keine Ahnung, wie nennt man das? Wie heißt es denn? Diese kleinen Nupsis da reinstecken. Bodenträger. Die Bodenträger einstecken und die... Warum betonst du denn so einstecken? Die Bodenträger reinstecken. Reinstecken und die Einlegeböden anpassen. Wieso anpassen? Und das, auch reinlegen. Einlegen, ja. Oh, Corona. So, jetzt nochmal. Das haben wir ausgemessen. Wieder bezahlt. Kannst du mal aufhören, in den Dekolleté rumzuspielen? Das hat gekratzt hier, das Mikro. Ah, nochmal kratzen? Nein. So. Und wenn der ganze Rahmen an, und wenn der ganze Rahmen an der Wand hängt, könnt ihr natürlich die Einlegeböden einlassen, einhängen, wie auch immer. Und ja, fertig. Und danach kommen die Flügeltüren. Ich glaube, die Frau ist hier durch. Die ist irgendwie wuschig oder so. Wieso einhängen und einlassen? Oh nein, das geht gar nicht. Doch, das geht. Gib doch. Stopp, stopp, stopp. Alles klar. Hast du gesehen? Scheiße. Nein, die Kamera läuft. So. Nachdem der Rahmen hängt, könnt ihr natürlich endlich die Einlegeböden, also die Frauen sagen dann endlich, ihr macht ja vorher diese kleinen, scheiße, wie heißen die? Bodenträger. Ach, Bodenträger. Die Bodenträger. Bist du besoffen? Ja. Ihr Bodenträger. Ich habe keine Luft, vielleicht deswegen ist es so heiß. Und jetzt können wir uns um die Fensterflügel kümmern. Ja. Was gehört da rein? Kit? Nein, Spiegelglas. Oh, Fräulein. Ja, ich bin nicht mehr. Ja, ich merke schon hier. Ich sag euch, ne? Komm. Ich weiß, ein paar Jungs haben sie schon angeschrieben, wollen sie buchen. Hm. Sag mal! Gibt's nicht. Die kann man nicht buchen, ist unbezahlbar. Ja, ich muss dich jetzt freuen. Ich habe sie schon gekauft. Küsschen. Ja, da könnt ihr mal sehen. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich hier gegen dieses Stativ renne. Also, Fehler sind ganz normal, sind menschlich und wie ihr sehen könnt, bin ich auch nur ein Mensch. Ja, ich hoffe, dir hat das Ganze hier gefallen. Wenn du Bock auf mehr solcher Videos hast, siehst du, schon wieder ein Versprecher, dann findest du direkt unter dem Video in der Videobeschreibung eine Playlist. Da gibt es ein paar Outtakes von mir und Steffi, auch ein paar ältere. Ist ganz lustig und ganz interessant, wenn du ein Neuling bist auf diesem Kanal. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Ganze hier gefallen hat. Lass ein Abo da, lass einen Handwerker-Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.